Scheint zu passen. Nee, aber Josh und Luisa haben sich auch ein Namenssystem ausgedacht. Oder zumindest haben sie eine Chantal. Aber ich weiß nicht, wer die Chantal ist. Vielleicht die Janine bei den anderen. Oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe den Figürchen die Namen gegeben, bis auf Manni. Und sonst habe ich den Namen übernommen, immer. Von Andy. Und jetzt kommen immer wieder welche von James. Aber wenn man mit Andy und James zusammenfährt in einem Video, dann gibt es ja, kennt er ja, dann gibt es ja immer die Diskussion. Nein, die, zum Beispiel hier bei unserer Stewardess Helga hier. Sie heißt ja, bei Andy heißt sie Helga, bei James heißt sie Hedwig. Und dann gibt es immer, die heißt Hedwig. Nein, die heißt Helga. Nein, die heißt Hedwig. Da ist auch noch mal wohl ein Kampf hier. Guten Tag. Und zu. Buff. Meint man gar nicht, dass sie so zuklatscht, obwohl die ja nicht so flott zufährt hier. Aber kommen wir vielleicht mal gerade zum Thema Stream zurück. Ne? Da habe ich ja jetzt noch gar nichts zu Dresdner gesagt. Straße. Noch gar nichts zu gesagt, ne? Weil das war ja alles vorproduziert. War an sich ein cooler Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch cool, dass mit den anderen, dass sie dabei war und diese Stimmverzerrergeschichte am. Also zwischenzeitlich war sie halt ein bisschen laut. Das auf den Ohren auch wehgetan hat, aber was für mich das absolute, also mehrere Highlights gab es eigentlich. Andi mit der hochgepitchten Stimme, wenn er gelacht hat, oder Josh mit seiner hochgepitchten Stimme als Mädel, aber für mich der halt absolute Overkill war halt der hessische Robot, der Hessebot, den habe ich mir so oft nach dem Stream noch in der Aufzeichnung angeguckt. Das ist total geil. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum auf Sitting die Performance so im Keller war. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Weil am Anfang ging es ja und später auch wieder. Aber auf Sitting war ja zwischendurch die Performance echt im Keller. Habe ich aber nicht verstanden, wie gesagt. Also im Stream war sie gut. Hat sich zumindest nicht so jemand darüber beschwert, da ich die mich gekriegt habe. ICB Halle. Vielleicht habt ihr euch auch alle die ganze Zeit beschwert und ich, Depp, hab das einfach nur nicht mitgekriegt. ICB Halle. Nicht ICE. So, dann fahren wir den hier mal auf den Parkplatz. ICB Halle. Hier gibt's einen Terminus hin? Cool. Fragt mich, welche Linie. Welche Linie fährt denn hier hin zur ICB-Halle? E. Ja, das klingt logisch. So ein. So. Unweiter. Also wie gesagt, Stream an sich cool. Was mit der Aufzeichnung dann da passiert ist, warum die stellenweise so miserable Performance hat? Hey, das kann ich nicht erklären. Das weiß ich nicht. Thomas Forst. Und was mit dem Chat momentan los ist, weiß ich auch nicht. Das hat immer funktioniert. Hat YouTube bestimmt wieder irgendwas an ihrem Aussehen von dem Chatfenster geändert, was das CSS-Plugin, was wir benutzen, nicht mehr vernünftig rausrendern kann oder so. Wahrscheinlich. Und dann, also was heißt das CSS-Plugin? Also der CSS-Code im Browser-Source-Plugin. Das klappt dann nicht mehr so. Und deswegen sieht das halt ein bisschen dämlich aus. Aber da finden wir schon eine Lösung für. Das geht schon. Kriegt man für alles eine Lösung. Früher oder später findet man für alles eine Lösung. 30? Da lache ich doch über. Ja gut, ich fahr 30. Bisschen flotter. So. 20. Kranenburger Straße. Kranenburger Straße. Das ist auch ein schöner Linienweg hier. Gefällt mir.
Ich kann mich auch irgendwie gerade gar nicht mehr daran erinnern, dass wir den in der Line gefahren sind. Sind wir aber, glaube ich. Jo. Gucken wir nochmal. 20. Cool, 20. Jo, haben wir den noch? Bitte abfahren. Ist hier abgefahren. Ey, was macht der denn für Geräusche? Macht er aber vorne nicht? Ein bisschen am Nageln hier, der Gute, ne? Hat Nageln gesagt. Ja, ihr versaut. Ihr versaut, weißt. Also ein bisschen am Dröhnen. Wie klingt der denn überhaupt nochmal von außen? Ich bin da schon so lange nicht mehr gefahren. Von außen kommt es aber hin, im Original. Hallo. Und weiter geht es. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das hier nicht eine Viertelstundenlinie ist. Oh. Straße. Nee, ich bin auch dumm. Scheiße, ich bin auch nur zu dumm zum Uhrlesen. Oh Gott, nein. Scheiße, mir fällt jetzt gerade auf, was ich für einen Fehler gemacht habe. Die Linie geht 35 Minuten. Hoppala. Eieiei, ey. Oh, Leute. Ich bin echt manchmal ein bisschen bekloppt. Also manchmal ein bisschen, das ist eigentlich gut. Eigentlich bin ich total bekloppt. Hier, wie kann man denn... Ich habe mich noch gewundert, warum da so viele Haltestellen sind. Guck hier noch, 8.20 Uhr, 8.56 Uhr, aha, 15 Minuten, 16 Minuten. Ich bin echt ein Vollhorst. Ihr müsst hier auch echt gesessen haben und euch denken, hä? Ist der so blöd oder tut er jetzt nur so? Ich war in dem Moment tatsächlich echt so blöd. Jetzt bin ich auch noch fast über Rot gefahren. Ach Leute, es tut mir leid. Sängerstraße. Die Sängerstraße. Da ist die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Haltestellen. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich würde mal wetten, wenn ich so doof bin, 36 Minuten falsch zu lesen, dann bin ich auch so doof, dass ich mich noch verzähle. Für eine Viertelstunde hätten wir schon auch schon lange ankommen müssen. Das war jetzt, es war einfach Brain AFK. Und ich noch so, so warm ist das gar nicht mehr. So dumm bin ich doch auch nicht. Doch. Offenbar schon. Na komm, ist grün. Mal so ein bisschen drängeln, so richtig assi jetzt noch drängeln. Rautowunsch haben wir. Haben bis jetzt auch schon, glaube ich. Sorry, keiner raus. Muss erst noch ein Stückchen fahren. Die wollen noch nicht einsteigen. Jo. Guten Tag. Wie keiner einen Fahrschein kauft. Das fällt mir gerade auf. Wartet mal. Steht aber an. Ist aber an, der Fahrscheinverkauf. Merkwürdig. Aber sehr merkwürdig. Jo, ist das wohl, jo, ist das. Ich habe auch sehr interessante Kommentare und Themen heute, ne? Am Karsten Ultra Busch. Interessant. Am was? Ein Thema geht immer, ne? David Ems Namenssystem ist so geil. Wobei hier auf Alheim-Laurenzbach ist das sogar noch. Ist noch ganz okay. Gut, man hat auf den Pappenkoten und an der Latte. Wobei, gibt's auf den Pappenkoten überhaupt noch? Heißt es jetzt. Puh. Das könnt ihr ja mal in die Kommis schreiben, ob es auf den Pappenkoten überhaupt noch gibt. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher.
Ah, dann direkt noch eine Frage, wenn wir schon so bei den Kommis sind. Kranenburg. Habt ihr das mitbekommen mit den ganzen Autos, die jetzt autonom fahren sollen? Also diese ganzen selbstfahrenden Autos, nicht zu verwechseln mit Autos mit Autopilot, weil Autopilot ist noch lange nicht autonomes Fahren. Aber autonom ist halt komplett selbstfahren, dass der Fahrer halt eigentlich nichts mehr machen muss. So, und da gibt es halt jetzt, momentan werden halt ganz viele Sachen da zusammengebastelt und zusammengeforscht. Wir wollten es auch letzte Woche schon mal im Stream ansprechen, wurden dann nur durch Beklopptheit halt daran gehindert. Und ja, das sind halt im Prinzip selbstfahrende Autos. Die Tesla-Autos, die haben ja momentan schon einen Autopilot. Da werden jetzt immer mehr, also nicht autonom, aber die haben halt so einen Autopilot. Und der bremst halt automatisch ab und hast nicht gesehen. Und dieser Autopilot führt momentan hier und da zu so Unfällen. Auch zum Teil tödlichen Unfällen. Und da sag ich so momentan, dann autonomes Fahren, weiß ich nicht, ob ich mich dann auf so ein Auto verlassen würde. Ob man das schon direkt machen sollte, also. Und dann kommen ja noch dazu, dann, wie läuft das dann mit Leuten ohne Führerschein? Also, wenn jetzt zum Beispiel mal Andi und mich nehmen, wir von der Sehkraft her nicht die besten Augen haben, wie sieht das dann aus mit Führerschein? Darf man dann Führerschein machen, weil das Auto eh selbst fährt und man eh nur noch in Extremfällen korrigieren muss? Oder wie ist das? Und dann gibt es ja auch noch die autonomen Busse, die ja momentan getestet werden. Da gibt es dann, hat Mercedes momentan halt schon einen Bus, den Future Bus, der momentan noch keine Matrix-Anzeige hat. Nee, aber den haben sie ja momentan im Test. Da hat der Fahrer nur noch ein Lenkrad und ein Display. Das ist alles. Er hat kein VDV oder kein Fahrerpult mehr. Er hat nur noch ein Lenkrad und ein Display vor sich. So, und die Türen sind halt zum Beispiel in der Mitte des Busses. Der Fahrer sitzt vorne mittig. Und dann hast du solche Sofa-artigen, also so Couch, wie in so eine Lounge gehst du, dann hast du dann solche Plastikschalensitze, die nicht mehr komplett, die so dünne Polster drauf haben, aber nicht mehr komplett eine Rückenlehne haben, sondern nur noch so halb halt, also so Lounge-Teile. Und im Innenraum halt überall so ganz aufwendige Decken und verziert mit LEDs und hast du nicht gesehen. Also ich find's, wenn man sich das Ding im ersten Moment anguckt, wirklich, wirklich abgespaced. Oh, da war eine Haltestelle. Voila, ich dachte, das wären parkende Autos. Entschuldigung. Ja, ich weiß, du willst jetzt mit, aber das geht jetzt leider nicht. Und, also im ersten Moment sehr abgespaced. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so cool fände, als endgültigen Linienbus, dass man dann da so ein richtig abgespacedes Teil hat, weil wenn man jetzt allein schon diese Sitzdinger nimmt, da kommt es mir persönlich als Fahrgast erst auch noch so ein bisschen auf Fahrgastkomfort an, also auf Sitzkomfort. Und dann kommt ja noch dazu, durch diesen ganzen Schnickschnack und diese ganze Technik gehen der ja Sitzplätze ohne Ende verloren. Also das Ding sah jetzt mehr aus wie so eine fahrende Lounge als so ein wirklicher Linienbus mit hier strukturierten Sitzplätzen, wo eine Menge Leute reinpassen. Also an sich sieht das Ding schon ganz cool aus, sehr future-mäßig, sehr abgespaced, aber ich weiß halt nicht, ob sich das zu dem Konzept der Linienbusse schlechthin entwickelt. Das weiß ich nicht, ob das so Bombe da wird. Außerdem so autonome Busse, also nicht. Ich hab da gerne einen Busfahrer sitzen. Also klar, Busfahrer würden immer noch gebraucht. Davon mal abgesehen, aber ich weiß nicht. Das nimmt auch dann zum Beispiel doch den Busfahrerberuf, nimmt es doch die komplette Spannung raus, weil du setzt dich dann da morgens hinter das Steuer, stellst deinen Linienweg ein und lässt das Ding fahren. Du steuerst ja nichts mehr. Dann verkaufst du hier und da vielleicht ein paar Tickets. Wenn es das dann überhaupt noch gibt, dann kaufst du wahrscheinlich eh nur noch Tickets übers Handy. Und dann ist das doch rum. Was macht denn der Busfahrer nur noch? Nur noch gucken, ob das in Unfallsituationen was er in Unfallsituationen macht? Weiß ich nicht. Dann nimmt man dem Busfahrer so ein bisschen
Wie gesagt, ich finde, da nimmt man dem Busfahrerberuf so ein bisschen den Charme weg. Auch an sich generell dem Autofahren. Ich meine, die Trucker haben sich ja jetzt schon beschwert, dass man bei den Euro 6 Dingern nur noch wirtschaftlich fährt und alle Schnickschnack an Assistenten hat und dass die Trucker-Romanze flöten geht durch diese leisen Motoren. Und naja, dann fährst du bald nur noch E-Busse, die kaum noch Sitzplätze haben, wo du als Fahrer kaum noch was machst. Ah, weiß ich nicht, das wird alles sehr viel. Und wenn du halt so ein autonomes Fahrdingens hast, ich meine, die Menschheit an sich ist dumm. Einer, der in seinem Tesla mit seinem Autopiloten einen Unfall hatte, der hat währenddessen einen Film geguckt. So, und das ist einfach, dann würde ich mal sagen, spontan eigene Blödheit, wenn man währenddessen einen Film guckt. Weil ich mich nicht so auf die Technik verlassen würde, dass das funktioniert. Nichtsdestotrotz sind wir mit 7 Minuten 30 Verfrühung angekommen. Wir haben jetzt eine Fahrzeit von 31 Minuten, das werden zwei schöne Parts. Und ich würde sagen, haut mal das, was ihr denkt zu dem autonomen Geschichten in die Kommis. Und dann würde ich sagen, bedanke fürs Zuschauen, bis dann. Tschüss.